Hey Leute, habt ihr euch jemals gefragt, was das nächste größte Ding im Cargo Hauling in Star Citizen ist? Tja, heute sprechen wir über die brandneue Drake Ironclad. Eine großartige Mischung aus Feuerkraft, Schutz und unglaublicher Vielseitigkeit. Ja, und auch noch über die Polaris. Darüber werden wir auch noch sprechen, denn da habe ich auch ein paar neue Sachen für euch im Gepäck. Also, wenn ihr keine News rund um Star Citizen verpassen wollt, dann abonniert jetzt den Kanal und klickt auf die Glocke. Und ich würde sagen, los geht's! Die Invictus ist in vollem Gange und ich hoffe, ihr schaut euch meine Videos hierzu auch an. Ich verlinke euch mal die Playlist dazu hier oben, denn bald ist auch die Drake Defense Con und da wird es dieses Jahr wieder einen richtigen Kracher geben. Die Drake Ironclad. Lasst uns direkt in die Details eintauchen und herausfinden, warum die Drake Ironclad die nächste Evolutionsstufe in der Drake-Familie ist. Die Drake Ironclad ist wirklich ein beeindruckendes Schiff, das die Lücke zwischen den kleinen und den riesigen Cargoschiffen schließen soll. Es ist ein 6-Personen-Multi-Crew-Schiff, das speziell für den Transport wertvoller Fracht entwickelt wurde, aber auch einiges an Feuerkraft mitbringt. Nun, was macht die Ironclad so besonders? Erstens die Vielseitigkeit. Die Ironclad verfügt über eine vordere Rampe und ein einziehbares Dach, wodurch das Laden und Entladen von Fracht sowohl am Boden als auch im Weltraum unglaublich einfach wird. Und noch ein anderer Gedanke. Da man im Inside Star Citizen auch die Kraken erwähnt hat, die man mit der Arbeit an der Ironclad auch verbindet, habe ich noch eine weitere Idee. Ja, die Ironclad hat wohl die Entwicklung der Kraken auch vorangetrieben, aber ich finde, sie ist sowas wie ein kleiner Carrier. Was spricht denn dagegen, aus der oberen Luke einen Hangar zu machen, den man öffnet und schließt, wie man will? Und dann befinden sich da drin so kleine Schwarm-Furies oder andere kleine Jäger, die man dann einfach freisetzen kann. Lass mich mal in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ich finde die Idee großartig. Ein zweiter Punkt, der an die Ironclad geht, ist, dass sie im Gegensatz zur Hull-Serie, bei der die Fracht außen angebracht ist, einen großen Schutz bietet, nämlich sie hat einen Innenraum für Fracht, um wertvolle Ladungen zum Beispiel besser zu sichern. Mit einer gepanzerten Außenhaut ist die Fracht dann auch noch vor Angriffen sicher. Mehr als bei einer Hull-Serie. Schauen wir uns mal das Design und die Ästhetik an. Das Design ist typisch Drake, robust, funktional und ohne überflüssigen Schnickschnack. Es gibt drei Hauptsektionen. Der hintere Bereich mit den Unterkünften, der vordere Bereich für die Fracht und das Kommandomodul, das auch als Rettungskapsel dienen kann. Vom Prinzip her ist sie eine aufgeblasene Caterpillar, weil auch diese Rettungskapsel oder das Kommandomodul aussieht, als könnte es sich an eine Caterpillar anklemmen und dann von Caterpillar zu Ironclad wechseln. Wäre vielleicht auch nochmal eine Idee. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Die Ironclad ist auch stärker bewaffnet als eine Caterpillar. Klar, um eure Fracht natürlich besser zu schützen, macht das Sinn. Und im Notfall könnt ihr das Kommandomodul auch als Fluchtkapsel nutzen, wie bei der Caterpillar. Gerade schon gesagt, ne? Das ist nämlich ganz besonders wichtig auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel daran denkt, dass demnächst Pyro auch veröffentlicht wird und man sich zwischen Gebiet zu Gebiet hin und her bewegt, macht das Sinn, eine Rettungskapsel oder ein Fluchtschiff dabei zu haben. Im Inneren habt ihr zwei Einstiegsmöglichkeiten. Über das Kommandomodul oder die Undock-Schleuse. Natürlich auch über die Laderuhr-Luke am Boden, wenn ihr gelandet seid. Es gibt einen zusätzlichen Kontrollbereich für die Traktorstrahlen, der so angelegt ist, dass ihr direkt über das geöffnete Dach in den Laderaum blicken könnt, was das Verladen von Fracht noch viel einfacher macht. Das reimt sich ja schon fast. Außerdem gibt es zahlreiche interne Aussichtspunkte und einen speziellen gesicherten Frachtraum für besonders wertvolle Güter. Spannend ist jetzt noch folgende Info, denn ein weiteres Feature oder eine weitere Variante ist geplant von der Ironclad, die aber noch keinen Namen hat. Zumindest hat man diesen Namen verschwiegen oder übertönt. Die Variante verfügt nämlich über zusätzliche Waffentürme und eine Reparatureinrichtung direkt an Bord. Diese wird besonders für Bodenangriffsoperationen nützlich sein. Man kann dort wohl auch 4 Nova-Panzer unterbringen, was die enorme Größe des Schiffes und den Laderaum nochmal verdeutlicht. So viel erstmal zur Ironclad. Sollten wir ein Q&A bekommen oder mehr von der Ironclad erfahren, werde ich dazu natürlich auch nochmal ein Video machen. Also abonniere den Kanal, wenn du es nicht schon getan hast. Dann bleibst du nämlich auf dem Laufenden. Und nun kommen wir zu einer weiteren spannenden Entwicklung in Star Citizen, der RSI Polaris. Viele von euch haben sie vielleicht schon während der Invictus Launch Week gesehen. Hier ist der aktuelle Stand.
Die Polaris ist derzeit fast fertiggestellt, zumindest was das Äußere betrifft. Es wurde hart daran gearbeitet, das Schiff rechtzeitig für die Invictus Launch Week zu präsentieren. Das Äußere ist nahezu final. Es fehlen nur noch die Schadensmodelle, was einige von euch sicher auch schon mal ausgetestet haben sollten bei der Invictus. Ja, genau, ein neues Schiff, was macht man als allererstes? Natürlich erstmal drauf ballern, ist doch klar. Wer macht das nicht? Ich. Aber egal. Das Hauptaugenmerk lag auf der Fertigstellung des Exteriors, damit es auf der Invictus Launch Week auch gezeigt werden konnte. Und die Qualität der Außendetails ist tatsächlich sehr beeindruckend und nahezu auf Level Zero, was bedeutet, dass die meisten Hauptmodellierungen abgeschlossen sind. Kommen wir mal zu dem Innenraum der Polaris. Der Innenraum ist noch nicht so weit fortgeschritten und befindet sich größtenteils in der Greybox-Phase. Einige Räume sind sogar noch in der Whitebox-Phase, aber die Hauptbereiche wie Brücke, Hauptkorridore und Torpedoräume sind weiter fortgeschritten. Ein besonderer Fokus liegt natürlich auf dem Torpedoladesystem. CIG möchte hier natürlich sicherstellen, dass das Laden und Abfeuern der Torpedos ein großartiges Spielerlebnis bietet, denn dieser Bereich benötigt noch einige Iterationen, aber sie sind auf einem guten Weg dorthin. CIG hat die Brücke etwas geöffnet, um den Spielern beim Betreten dieses Bereichs ein aufregendes und lohnendes Gefühl zu geben. Soll sich toll anfühlen, wenn man die Brücke betritt, ist doch klar. Captain an Deck. Ihr wisst, was ich meine. Auch der Engineering-Bereich ist ein wichtiger Fokus, da es immerhin das Herzstück eines jeden Großkampfschiffes darstellt und auch sich hier viel tun wird. Scotty, ich brauche dich dann auch hinterher auf meinen Großkampfschiffen. Wo bist du, Scotty? Sei mein Scotty. Komm auf den Discord dazu und nimm teil an allen Diskussionen, die wir hier führen. Wie sieht es denn in der Zukunft aus? Sie planen die Polaris nämlich bis zur IAE, haltet euch fest, 2954 fertigzustellen. Das hieße, November diesen Jahres soll sie spielbar sein. Wenn das nicht mal eine coole News ist, weiß ich es auch nicht. Das Ziel von CIG ist es natürlich, die hohe Qualität sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zu erreichen, um es natürlich dann auch unvergesslich zu machen, wenn wir dieses Ding dann endlich auch im Spiel begehen können. Also mir fehlen ja so ein bisschen die Worte, aber wenn das keine News sind, dann weiß ich es auch nicht. Lasst mich mal wissen, was ihr dazu denkt oder was ihr darüber denkt. Ich finde es gerade richtig krass und cool. Schreibt mir deine Kommentare unten in die Kommentarsektion. Ja, zusammengefasst kann man sagen, dass die Drake Ironclad einiges mit sich bringt und vor allem ja so ein richtig cooles, modernes Drake Cargo-Schiff werden wird. Man das hat alles dabei, was man sich wünscht. So Schutz, Ballerei, Drake-Feeling. Ja, so muss das sein. Und die RSI Polaris wird ihren Weg ins Verse finden. Bis Ende des Jahres, bis zur IAE wollen wir das schaffen. Also, wenn ihr glaubt, dass das funktioniert, lasst mich mal gerne in den Kommentaren wissen, was ihr dazu denkt. Also, ich bin da noch recht skeptisch dem Ganzen gegenüber. Ne? Und selbst wenn, dann wird das auf jeden Fall Stanton und das ganze Spiel nochmal revolutionieren, wenn jetzt so ein großes Schiff ins Verse kommt. Was meint ihr? Lasst mich in den Kommentaren wissen. Kurz noch eine andere Frage. Mal ehrlich, so. Wer von euch plant mit der Ironclad jetzt vielleicht mit dem Laderaum andere Spieler auszurauben? Ist ja gar nicht so schlecht, ne? Kann man ja machen. Haben die ja auch im Inside Star Citizen gesagt. Naja, ihr könnt es mir ja sagen. Ich werde es auch nicht verpetzen. Gut, wenn dir das Video gefallen hat, dann klick jetzt bitte auf den Like-Button, abonniere den Kanal, wenn du es nicht schon getan hast, teil das Video mit Freunden, Verwandten, Bekannten, damit auch viele Leute hier die Inhalte sehen können. Und ja, schaut euch auch nochmal die Videos zu Invictus an, denn dort ja, ist einiges noch an Informationen, was ihr jetzt vielleicht hier in diesem Video noch nicht herausgefunden habt. Also dann, macht's gut, fliegt sicher, bye bye, euer Proof, over and out.